Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir nicht viel gemacht, außer ein paar Minispiele gemacht hier und da. Und ja, damit machen wir jetzt hier weiter. Sie auch ein Tattoo verrichten. Ich nahm jetzt den Tattoo. Cool. Hat jeder ein Tattoo? Sie hatten so ein Delfin als Tattoo. Aber ihn hat man, sieht man nichts. Auch kein. Das ist natürlich jetzt hier nur so als Entschuldigung, um die Mails hier abzuchecken. Oh. Okay, mir ist wieder eingefallen, wie ich das mit den Ballons gemacht habe. Ich habe den Wind angefangen, genau genommen. So, hat Stufe 4 schon vorher oder was? Bobby. Warte mal, kann man noch viel besser erledigen, glaube ich. Mal schauen. Das war kein neuer Rekord, oder? 16 Sekunden. Ja, ich hier schieße dann, das schaffe ich noch nie im Leben, also. Da brauche ich einen Angriff, der irgendwie alles trifft hier. Soll ich denn das schaffen, hallo? Genau 27 Sekunden. Merkt mich, wie soll ich denn das schaffen, hallo? Da habe ich einen Eisschneider, hatte ich ja, ne? Ja. Gut, dann nicht. Dann werden die Sachen ja ganz schön schwierig. So, Palamedes. Da müssen wir irgendwie... Gehen wir mal nach René kurz. Weiß sind da irgendwo noch ein paar Quests und so aufgetaucht, ne? Hier habe ich ein Ding, okay. Aber hier hatte ich keins. Warum habe ich hier keins? Was eigentlich mit diesem Omega-Elixier? Da war da auch irgendwie was. Dann kann ich damit nicht mehr weitermachen. Ja, verstehe nicht. Ja, versuchen wir mal heute ein bisschen hier was zu schaffen. In dem Part wenigstens. Da ist der Baum. Baum. Gut, weiter. Ja. Nein. Nein. In den Palamedes müssen wir so oder so hin. Einmal für diesen rot Stufe, ich sage immer rote Stufe, ne? Stufe rot Gegner und einmal für, was ist da? Gasthaus, okay. Dieses gelbe Zeichen wäre schon wieder ein Minispiel. Warte mal, ich bin schon wieder falsch, ne? Schon wieder den ganzen Weg durchlaufen, ne? Nee, warte mal, ich kann mich hier teleportieren. Richtig. Da war ja was. Nur wo ist der Teil? Mal weiter, okay, das geht noch. Okay. Ich finde alle neuen Piratenkostüme voll putzig. Wie alt sind eigentlich die Charaktere? Weiß man das? Die meisten Charaktere ja so im Spiel. Also Eleanor, Magilo, Velvet und so. Kommt ja irgendwie nicht irgendwie so mit, wie alt die sind, ne? Da schicken wir ihn nochmal dahin, weil er auf der letzten Insel scheint irgendwie oft zu verrecken. Der Tempel von Palamedes, da war ja dieser verkackte Tempel.
wo ich hier mit den Rätselproblemen hatte und da, wo ich einmal Game Over gegangen bin und am meisten neu machen musste. Da waren Zeiten. Ach, hier kann ich wieder nicht surfen. Ich speichere mal hier aus Sicherheit. Wie sagt ein YouTuber doch so schön, nur du kannst verhindern, dass deine Speicherdaten abhanden kommen. Only you can prevent lost save data. Wenn ihr wisst, wer ist, dann bekommt den Keks. Nicht von mir, von niemanden. So, wie sieht es mit euch aus? Ich von euch alle Sachen, einige von euch haben gar keinen. Boah. Wir haben noch nicht mal irgendwas hier, Mann. Bei dir Kacke. Da haben wir von Eleanor auch irgendwie mal die Stufe 2 Mystik Art gesehen. Im letzten Part. Da waren dann alle, ne? Da bis jetzt hat, glaube ich, noch gar keine Stufe 2. Bei Eisen verwandelt sich da in so ein schwarze Silhouette und speit Feuer, glaube ich. Bei Velvet haben wir oft gesehen. Magedor haben wir gesehen. Von Okura haben wir gesehen. Level Setup, glaube ich, noch keine, ne? Lass mal gucken. Null, ne, hat man nicht. Chaosblüte. Wie soll man das mit Luffy Set schaffen, ne? Ihr habt da auch einen Knall. So, erstmal, wir machen es hier, ob wir die Sachen haben sich hier resettet oder so, ne? Da ist die Quest. Und wo ist der Stufe Rot Gegner? Wir sind Angst vor dem, was hier erwartet. Vielleicht ist diese Nebenquest Boss-Typ irgendwie verdammt. Also stark wie Story-Boss im Moment. Also zu stark. Stufe Rot Gegner, der war doch hier, oder? Da ganz unten gewesen. Joink. Joink, ja, mal Kamona gefunden, ne? Ja. Oh. Warum ist hier Dunkelheit? Bosheit. Dunkelheit und Bosheit sind zwei verschiedene Sachen. Okay, ich will erstmal in Stufe Rot Gegner erledigen. Das gehört sich so. Er ist so höflicher. Komm. Wo? Da war doch hier, oder? Er spürte mir einen Streich. Wirken sich die ganzen Rätsel nicht resetten oder so, hätte ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Die alles nochmal neu zu machen, geh weg, ihr habt keine Chance gegen mich. Okay. Ja, keine Ahnung, muss ich nochmal nachgucken, wo ich zu blöd bin hier. Ihn so finden. Diese Monster Lady. Ich mal sagt, wo die ganzen Viecher sind. Wo vielleicht ist das sogar das Viech, was ich erledigen muss. Wo ich viel sehen, ich hier bekomme in letzter Zeit. Schön. Ist das auf der Welt sein. Gut, dann gehen wir eben und machen jetzt das Nebending hier. Ging wahrscheinlich voll auf die Phrase. Aber aus meinen Fehlern gelernt und speichere jetzt hier. Da will ich nicht noch mal hier, obwohl ich habe, muss ja keine Rätsel und so neu machen. Aber ihr wisst schon, geht halt so ein Prinzip, glaube ich. So, du bist halt Stufe Rot fähig, ey. War Mutter aus so eine große Quest irgendwie gemacht, ey, Leute. Dann machen wir die als null. Warum null? Okay.
Ich wollte meine Mystik einsetzen, mit Mann. Ja, wäre doch perfekt gewesen, ey. Er hat ja mich hier voll unterbrochen. Was mal wieder, was er in der letzten Folge verpasst hat. Da ist doch Lust von Drive, oder? Und Tales of the Abyss. Du frisst mich. So, was ist hier schon wieder passiert? Wie zum Hallo? Wie ist das schon wieder passiert, ey? Oh, was zum Teufel, hier war weg. Wie ist das jetzt schon wieder passiert, ey? Nur einen Moment nicht hin, alle tot. 67 den räuberen Guy. Ja, ich schon, wenn nur eine Seele vorhanden ist. Was? Ist das immer so? Schon gesagt.生きるとは他者を喰らうこと。そこに善悪を持ち込むのは人間くらいなものじゃ。じゃから気にするでないぞ、ベルベット。何を言いたいんですか？私は悪でも構わないわ。僕うまく言えないけど、さっきのゴーマからは生きようとする執念みたいな力を感じた気がする。 Einen unschuldigen Dämon getötet. Willst du damit sagen oder was? Dingens. Ist halt immer vorhanden. Das hat nur einen Effekt, den ich bekommen kann. Und wenn er immer vorhanden wäre, dann wäre awesome. So, hier die Dings, die kann ich unendlich, weil ich habe vergessen, den Baum dahin zu finden. Leck mich! Wo ist der verkackte Baum? Hey. Okay. Wo ist der Baum, ehrlich? Muss er wahrscheinlich hier am Anfang sein. Okay, gucken wir mal. Aha. Boink. Zack. Tschüss. Gut. Nächste Aufgabe. Wo muss ich jetzt das nächste hin? Müssen wir merken, wo hier so ein verdammtes Ding ist. Hier so ein verdammter Monster. Typ. Nicht hier. Warum werde ich mal hier teleportiert? Hier, warum kann ich nicht einfach hier teleportiert werden? Jetzt ernsthaft, ich werde immer in der blöden Höhle hier abgeladen. Ist auch voll dämlich. So, ein so ein Viech schafft man doch noch, ne? Horror. Was sogar die Meeresbrise scheint zu weinen. Was hat das damit zu tun? So, Mond an heulender Wolf in Figal Eisspitzen. Da kann ich glaube ich nicht hin, ne? Nawalwald. Boah, ich habe so aktuellere Gegner schon erledigt, also gucken wir mal. Figal als Dingens, lass mich mal kurz gucken. Falscher Knopf. Figal als egal.
Ja, da kann ich nicht hin, ne? Auch eine Stufe. Boah, ich hab's hier gerade. Hey. Lothringen, Turm der Exorzisten, da fehlt auch so ein Baum. Geh mal dahin. Haben wir schon mal einen ganzen. Haben wir schon mal einen. Diesen Städte. Wir haben bei allen Städten schon mal wenigstens die Bäume gefunden. Da, ha. Haben wir schon mal einen kleinen Erfolg. Weil wir nichts davon bekommen, wahrscheinlich. Aber lass mich. Langsam aber sicher komplettieren wir ja alles, okay? Son of up. Ey, natürlich ist das da unten, ey. Immer bin ich erst im falschen Ort, ey. Was normalerweise ja gut ist bei Rollenspielen, aber trotzdem. Wie komme ich da hin? Was? Ich doch da hoch oder was? Ja, ich muss hier rum. Okay. Gott, ist das nervig. Wahrscheinlich mache ich das vollkommen umsonst alles, ne? Oben. So. Gut. Boom. Okay. So, in allen Städten haben wir schon mal die Bäume. Boom. Smart Grünes Labyrinth. Sehr viele Orte haben wir noch nicht hier. Wir suchen mal Steinbergen. Das ist dieser komische Wald, ne? In der Nähe. Und ja, hier hat man auch irgendwie Bosheit. Ist mir irgendwie off-screen mal so aufgefallen. Der Wahlwald, aber da können wir glaube ich nicht weiter rein, ne? Verdammt, ich möchte noch mehr Stufe Rot gegen erlegen. Geh weg. Geh weg. Stark seid ihr Gegner nochmal. Komm mal kurz her. Weil ich muss mal irgendwie, weiß ich nicht, ein Level up oder so noch holen für Eisen. Vielleicht gibt er dann auch eine neue Fähigkeit. Das wäre dann die letzte bei ihm vielleicht. Muss ich schon umdrehen, ne? Noch. Warum so weit von denen entfernt weg? Der Rot, Eleanor, mal genug. Ich schon hier die Namen ja voll durcheinander. Danke. Das sind zu wenig Erfahrungspunkte. Aber ich habe die mittlere Klinge abgeschlossen, also erzaubert. Ja, das hier ausrüsten lassen. Wo sind eigentlich noch mal die aktuellsten Gegner gewesen, ey? Ich weiß auch gar nicht mehr. Wo sind die im Moment stärksten Gegner gewesen? Ja, ich war ja in der Hexeninsel und also was, ne? In letzter Zeit, aber kann ich nicht zurück. So, hier kann ich nicht durch, ne? Ja, warum kann ich hier nicht durch? Kann ich hier nicht einfach kaputt machen, ey? Kann ich hier nicht einfach kaputt hauen? Ja, hier brauche ich da blöde Dinge, ja, super. Arschen kann ich mir auch. Bodenlose Tenorflasche. So, wo kann ich denn dann sonst hin? Warte mal, Lionel Werf, da war der, der letzte Ort, wo ich war, ne? Hier kann ich trainieren. Und da ist eine Quest anscheinend. Dann lass mal reingehen.
wie sagt mir das, so eine Insel wieder. Weiß ja nie los. Vertraut ihr alle Eifried oder was? Eifried und Zitoshida. Senjo! Fukchoga Kostori Kakusteta! Jomono no Shinsida! Wie gut, dass wir jetzt Piratenklamotten an haben. Was für ein Eisen, Senjo! Antani Kastamono! Goyaku Garedomona! Ah! Kenkotz no Katasamo, was für ein Ei! お前はよくしくじって殴られてたからな。いつか殴り返すつもりだったのに。できなくなっちゃって。ほんとずるすぎだぜ。無茶言うな。お前が船長を殴り飛ばすには、あと100年はかかる。いくらバンアイフリードでも待ちきれねえって。ざけんな。50年くらいでやる予定だったんだ。 随分明るい追悼式だな。死は誰にでも等しく訪れる。特別なことではないわい。ああ。まして俺たちは海賊だ。死は船底の下にいつでも転がっている。みんな覚悟してるんだね。ああ。覚悟はしていた。アイゼン。 アイフリードのために祈ってもいいでしょうか。いいのか。あいつは正規の大悪党だぞ。それはそうですが、アイゼンの友達のため、それなら問題ないでしょう。はい。あなたの親友のために祈りたいんです。好きにしろ。お前との後悔 呪いを解こうとさまよった数百年を超える充実した日々だった。楽しかったぜ。アイフリード。Ah, Jünger des Credos und Farbvariation von Eisen. Und solche Dinger gibt hier. Oh, cool. Stimmt, haben wir eigentlich noch mit niemanden, ne? Cool, gibt wieder Farbvariationen, sehr geil. So, ich möchte jetzt noch irgendein Monster erledigen, komm. Mond anholen, aber da kann ich nicht hin. Da Wallwald, da kann ich auch nicht hin. Waldmarsch. Titania. Was? Warte mal, das ist doch viel zu stark, ey. Boah. Und dann cruisen wir noch mal ein bisschen durch die Gegend hier. Teile siegen, komm. Da ist doch irgendwas für uns, ne? Ja, na, was ist eigentlich mit diesen... Wir haben noch einen Brief bekommen, dass wir irgendwie eine Katze hier irgendwie treffen sollen oder so. Wahrscheinlich. Nehme ich an. Also, nachdem ich hier genügend Katzen geöffnet habe, kam noch hier so was. Was ist hier eigentlich draus geworden? Habe ich auch noch nicht gefunden, irgendwie. Ich bin auch blöd, ne? Lass mal nach Lionel Werf gehen. In dem Shop. Aber war ja nicht ein Stufe Rot Gegner irgendwo in der Nähe? Da oben ist einer. Ach, hier ist der Beidemarsch. Komm, da gehen wir jetzt hin und versuchen wir jetzt einfach. Wir werden zwar wahrscheinlich voll auseinandergerissen, aber was soll's. Wir versuchen es jetzt. Wir werden das schon irgendwie schaffen. Nicht, dass ich alles teile, aber irgendwie wird einer wird schon bringen. Das wird noch für diesen Part reichen. So, das Viech ist wahrscheinlich, das Viech ist irgendwie der 64 oder 67 gewesen, ne? Und das ist im Moment stärkste Viech, was wir besiegen können. Aber versuchen wir mal. Wir werden das schon irgendwie schaffen, glaube ich. Hoffentlich, bitte. Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Ich bin ja voll falsch. Boah. Jetzt kann ich auch nicht dahin teleportieren, oder? Nee. Ich weiß jetzt, wo ich hier trainieren kann. Hier, das Gebiet, das ist sehr hochlevelig, mäßig, Dingenskirchen. Hier kann ich bestimmt ordentlich noch leveln.
Und ich werde verdammt noch mal leveln, weil ich kriege in letzter Zeit nur verfressen oder Rattenkraut. Nee. Das ist langsam nicht mehr witzig. Weil wir schaffen uns zwar noch durch die Story, aber manchmal sind ein bisschen zu knapp. Und das muss es nicht. Also komm, versuchen wir mal. So, komm. So, dann Speicherpunkt. Den ich nicht benutzen werde, ist wahrscheinlich. Wozu? Ich habe hier vorne gespeichert. Wenn nicht, dann flüchte ich einfach. Das ist auch eine Option. Ja, komm, da kriegen wir da auch down, oder? Ist war vielleicht ein bisschen schwierig. Ich bin. Boah. Ey. Ja, aber wenn ich wahr sein, ey, wie ich hier die ganze Zeit durch die Gegend gehe, irgendwie eine falsche Ecke um diese die Truhe öffne ich jetzt nicht, ne? Sowieso noch Müll drin, ne? Schon wieder nicht geguckt, was es hier zu verkaufen gibt. Mann, da ist ein Kraut, so noch nicht entdeckt gehabt. So, jetzt bin ich mal richtig, ne? Na, schauen wir mal. Er ist ja immer noch so weit weg, Mann. Boah, Junge. Boah, muss ich auch noch überspringen, ey, leck mich. Nee, ich schaff das Viech nicht, ey. Der Weg hier, der war schon, boah. Der Weg hier, der war schon zum Kotzen. Das Viech jetzt nicht, boah, Junge. Muss ja immer so eine blöde Ecke sein, wo ich nicht durch kann. Ja, du, weh, ich schaff dich nicht, ey. Millionär. Ja. Weh, ich schaff dich nicht, ey. Dann setz Flügel. Ja, bist du anfällig gegen wenig drei. Alter, was? Das sieht nicht gut aus. Wir sehen, wie viel seine eine Attacke da abgezogen hat. Ja, okay, ist gut. Keine Chance gegen uns Piraten. Pack. Ja, sehr gut. Das könnte ein bisschen nervig werden hier. Ja. Eigentlich ist dieser eine Angriff nur gefährlich, habe ich so gesehen. Ich stand doch gerade am Boden, warum konnte ich nicht? Die Eisen ist ja nutzlos, habe ich so gefühlt. Komm her. Spür die Kraft der Wikina. Er steht doch jetzt am Boden, Mann. Er steht am Boden, versteht er? Ha. Komm her. Alter, warum macht ihr nicht ganz so viel Schaden? Okay, Lapis hat, ne, den seiner hat jetzt nicht so viel Schaden. Macht Sinn. Leck mich, der ist ausgewichen. So, den schaffen wir aber, hallo. Ja,
Hier sind Gegner. Das macht nicht so einen Kack hier. Oh, Alter, ist schon wieder jemand hier verreckt. Alter. Dann sind ja schon mehr zwei tot, ey. Oh nein, er hatte keine Dings. Hey. Nein, keine Zauber. Das ist jetzt das Dämlichste, was du machen kannst. Ja. So, no, hau rein. Alter. Jetzt vier Dinger hätte, ne? Ich würde jetzt hier los von Drive regnen. Alter. Boom, mehr. Los von Drive. Also der erste Mal überhaupt nicht, ne? Jetzt ununterbrochen. So, ich halte den hier auf. Ey. Eleanor schafft es irgendwie wunderbar, den Feld zu machen. Ey, sehr gut. Alter. Der war sehr gut. Ein sehr gutes Solo von Eleanor. Noch mehr. Du bist dran, ran, ran. Probier, du feigst jetzt nicht im letzten Moment. Oh, das war gut. War sehr gut. Auf ein fähiges Azerit. Was funktioniert diese immer? Das ist nicht so ein guter Effekt. Warum kriegt er hier die ganze Zeit auf Fresse? So, Eisen war noch kurz vom Level ab, da tun wir uns jetzt noch. Vielleicht kriegt er dann seine letzte Art hier. Vielleicht kann er danach auch nichts mehr lernen, keine Ahnung. Gucken wir mal. So, ihr. Das war ein sehr gutes Solo von Eleanor. Im Kampf. Und sehr gut. Das ist gut. Kommt her, Feuer! Und dann, na, verdammt. Warum nicht Stufe 2? Rabbit! What is you? What are you doing? Wurm, Schlitz. So. Er hat nicht eine neue Art gelernt, verdammter Dreck. Und da ist nur noch die beiden im Moment. Gut. So, wir dazu holen wir uns die Belohnung ab. Gucken wir mal, was der Laden noch anzubieten hat. Hier ist kein Laden mehr. Was? Boah. Ey, wo kriege ich denn jetzt aktuelle Sachen zum Kaufen? Ey, dort wird ja ewig dauern, bis ich aber hochgelevelt habe. So, wir gehen hier mit dem Ding jetzt ab. Oben. So, fehlen nur noch die, wo wir im Moment nicht hinkommen können. Ja, toll, Beuterate erhöht, geil. Das könnte ich offscreen gebrauchen. Egal, Eisspitzen, das ist doch in Hellawes, ne? Egal, alles. Egal, alles. Wo ist das? Wo ist das? Da. Das ist ein Hellawes, ne? Ja, okay, dann würde ich sagen, Spendenpart hier.
Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas entlassen. Und dann weiß ich noch nicht, was wir in der nächsten Folge machen werden, ob wir in der Story weitermachen werden oder nicht. Mal schauen. Ich bedanke mich jedenfalls allerseits fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.